Hallo Freunde, Servus und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Mordvorstellung. Dankeschön fürs Einschalten. Wir schauen uns heute den Class 4000er, 4500er und 5000er Xerion an. Wir schauen uns an, was uns hier erwartet und wir schauen uns an, ob der ein Knaller ist oder eine Seifenblase. Wir gucken mal rein und zwar jetzt in dieser Mordvorstellung. Ja, da bin ich gespannt, weil ich bin ja schon, also diese Glas-Xerion-Geschichte ist schon eine Geschichte, die mir persönlich sehr gut gefällt, wo ich schon cool finden würde, wenn sie schön ist. Wir haben hier das Ganze zu finden, natürlich, Freunde, wie immer im Shop, hier Glas-Xerion 330.000 und noch die Möglichkeit, der Standard ist der 4000er, dann 4500er und dementsprechend den 5000er. Radsetup gibt es, nämlich die Breitreifen, die Michelin Tire Set und die Zwillingspflegebereifung und Zwillingsbereifung. Bin immer gespannt. Ich kaufe da jetzt einmal den mit den Michelin-Geschichten hier. Okay, na gut. Na, dann bleibe ich bei Trelleborg. Also da muss ich gestehen, ist zwar nett, dass da Michelin draufsteht. Die Reifen schauen generell cool aus. Nur wenn man genau hinschaut, dann sieht man durchaus, dass die nicht so scharf sind von der Textur. Aber wir wollen ja jetzt mal reinschauen, was der auch im Innenleben zu bieten hat, ob er was zu bieten hat und wenn er was zu bieten hat, was er zu bieten hat. Wow, das ist geil. Das ist schon mal sehr, 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 sehr cool. Ich starte mal. Auf jeden Fall mal ein netter Sound, da glaube ich kann man nichts meckern. Innenleben technisch können wir hier sehen, dass wir hier digitale Geschichten am Anzeigen haben, unterm Lenkrad, bei der Lenksäule und auch bei unserem Display sehen wir zumindest die km/h Drehzahl Anzeige, sehen wir da auf jeden Fall auch. Die Uhrzeit sehen wir auch. Was sehen wir hier noch? Wenn wir hier blinken, sehen wir den Blinker. Das ist schon mal schön. Warnblinker sehen wir hier auch. Die Lichter sehen wir sogar auch noch. Das ist auch schon mal ziemlich nice. Die Spiegel sind vorhanden. Ja, ansonsten recht gutes, sehr solides Innenleben. Wo ich gespannt bin, aber wir schauen jetzt mal auf jeden Fall weiter. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Ne? Wir haben hier zum Beispiel auch mit der SDRG und links SDRG haben wir hier zum Beispiel Hundegang, Allradlenkung, Vorderradlenkung, die wir kennen, Freunde. Das ist da Anführungszeichen die normale Lenkung, wie er drin hängt, der Kollege hier. Wie einfach lässig drin hängt. Dann haben wir natürlich nur den Hundegang links, den wir einstellen können. Oder den Hundegang rechts oder dementsprechend dann wieder Allrad. Mit der Taste links SDRG und B können wir auch gerne mal die Fahrtrichtung ändern. Das ist zumindest auch durchaus brauchbar, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ist schon mal eine nette Funktion, da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ich bin sogar... Ja, es ist schwierig. Ich möchte natürlich nie was Verkehrtes sagen und so weiter und dass das meine Meinung ist, das werde ich jetzt nicht mehr dazu sagen, weil ich das schon 100-mal gesagt habe. Also soundtechnisch top, vom Modell her gefällt es mir auch ganz gut. Wir haben nur hier bei der Motorhaube, da muss man, ich weiß, ganz genau hinschauen, aber da hat man so, also entweder ist er schon schmutzig, das kann sein, oder wir haben hier keine saubere Motorhaube. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich sehe das auf jeden Fall. Ansonsten Innenleben. Lenkrad ist mir stellenweise nur ein bisschen zu eckig. Also hier steckt der Teufel im Detail. Generell was sehr Positives, kann natürlich auch jetzt nicht nur positiv. Ah, okay. Hier kann man auch mit der Taste R die Tür öffnen. Ich habe extrem gute Erinnerungen an den Glas Xerion. Und ich weiß, wir schauen uns jetzt auf jeden Fall, keine Sorge, wir schauen uns auf jeden Fall nur Interactive Control an. Und ich weiß, dass hier beim Glas Xerion
dass der Glas Xeron einfach ein extrem lässiges Modell ist. Aber ich tue mir nur ein bisschen schwierig. Ich glaube, ihr merkt es sogar. Schauen wir mal, was der Interactive zu bedienen hat. Zumindest hier. Ja, das ist schon mal sehr nice. Schöner, dass es hier mit Sound hinterlegt ist. Ja, was haben wir hier noch? Menüwechsel. Ah, okay, das ist auch ein ganz cooles Menü. Gefällt mir persönlich sogar ein bisschen besser. So, was haben wir sonst noch? Gibt es hier sonst noch die Türen? Ja, dann haben wir hier noch ein Display. Okay. Ah, sehr, sehr cool, wenn man da umschalten, einschalten und umschalten kann. Das gefällt mir zumindest. Das ist schon mal eine sehr schöne Spielerei. Klima einschalten. Radio einschalten. Die Sonnenblende einschalten. Die andere Tür natürlich. So, hinten geht logischerweise nichts. Und sonst finde ich jetzt auch gerade nichts mehr. Aber schöne Spielereien. Also ist ja schon mal ein schönes, heftiges Modell. Ich bin mir, wie gesagt, noch nicht ganz sicher, wie gut es mir das gefällt. Aber generell gilt es ja auch, wie gut es euch gefällt. Das ist ja eigentlich der viel spannendere Faktor. Und mich würde wirklich brennend interessieren an dieser Stelle, wie gefällt euch Xerion Beast Power Pack vom Extreme BB Mods. Da bin ich gespannt, was ihr dann schreibt. Schön ist auch, dass er fehlerfrei ist. Das ist auch sehr, sehr schön. Und wir hier sonst alle Standardfunktionen drin am Reifenstaub, Reifenspuren und natürlich kommt er hier auch sehr souverän über die Piste. Aktuell sicherlich einer der besseren Glas, das muss man so sagen, weil es zum einen nicht recht viel Xerion gibt aktuell und zum anderen ist er wirklich nicht schlecht und ich hoffe nicht, dass ihr jetzt so, dass ihr den Eindruck habt, naja, so wirklich positiv oder den nicht bewertet oder so. Es geht gar nicht darum, wie ihr Mod bewertet, das Ganze ist meine eigene persönliche Meinung und das Ganze ist natürlich muss sich nicht decken mit eurer Meinung. Ich finde, dass er da schon sehr gut ausschaut, wenn er da drüber fährt. Und wirklich schön, dass wir hier drei verschiedene Ausführungen haben und dann das Ganze quasi ja, für unsere Zwecke definitiv entsprechend wählen können. So, nochmal zum Abschluss die Hupe. Absolut genial. Also die Hupe ist ein Traum. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, Freunde. Dankeschön für das, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ja, eure Meinung gerne in den Kommentarbereichen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal bei einer neuen Mod-Vorstellung, wenn es wieder was zu präsentieren gibt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.